Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bradamate, heute mit einem Player-Review zu Sebastian Schweinsteiger und zwar zur End-of-an-Era-Karte. Ja, was bietet die Karte? Es ist eine 88er-Rated-Karte, man muss 3 SPCs mit 85er-Rating abschließen. Was bietet Schweinsteiger? Wie gesagt, 88er-Rating, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, 1,83 in der Größe, 3 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Spezialbewegung und genau das haben wir quasi schon bei den Kritikpunkten. Mittel-Mittel ist nicht jedermanns Ding, ich habe da oft zum Kämpfen damit. Liegt vielleicht daran, wie ich spiele und so und wie ich da defensiv arbeite. Aber ja, wir werden uns das dann eh anschauen. Schwacher Fuß, 3 Sterne ist natürlich auch nicht der Wahnsinn. Wenn du eine 6er spielen lässt, wahrscheinlich nicht so schlimm. Das gleiche mit den 3 Sternen Spezialbewegung. Hängt immer davon ab. Als 10er vielleicht spielen ist so nicht dann die Lösung. Aber mit den Werten als 6er oder 8er durchaus. Ja, okay. Was bietet er sonst? 71 Tempo, 84 Schießen, 90 Passen, 85 Dribbling, 82 Defense und 86 Physis. Wenn man das so liest, überragend. Schauen wir uns das Ganze an. Tempo hat der Antritt 66, das ist so sicher. Sprintgeschwindigkeit 75 ist eh okay. Und wenn du die ersten Werte anschaust, dann bietet sie halt schon Shadow an. Und ich glaube, Shadow ist halt der beste Chemistry-Style. Außer man will vielleicht Engine oder so geben, damit man das Dribbling dann wegen der Beweglichkeit erhöht. Beim Schießen, ja, für die Position ein Traum. 89 Schusskraft, es ist wirklich ein heftiger Schuss. 88er Fernschüsse, 89er Wallace, 11 Meter ist auch gut. Abschluss ist auch mit 80, fast 79, Stellungsspiel 80. Ich spiele da, habe jetzt auf Basic gespielt, passen, 91 Übersicht, überragend, Freistoßpräsent, Präzision 82, kurze Pässe 93, lange Pässe 94, Effe 93, alles richtig, wirklich. Flanken ist nicht so wichtig, wenn er im Zentrum spielt, finde ich. Ja, beim Dribbling eigentlich auch alles ein Traum, bis auf die Beweglichkeit, wenn er da, sagen wir, 15 mehr hat, aber gut. Merkt man das so sehr in mir Komfort bisher, was ich gespielt habe, wenn er am Ball vielleicht ein bisschen mit der Balance und der Beweglichkeit, ohne Ball merkst du das, finde ich, nicht so. Die Reaktion ist überragend mit 96, das merkst du, Ballkontrolle ist auch richtig gut mit 93, Dribbling 82 und Ruhe 99 und das sind so Ruhe, Reaktion, das sind echt Sachen, wo er dann auf einmal Bälle gewinnt im Strafraum, einfach einen Ball reinhaut, wo der Goal oder wo der Ball eigentlich schon runterkommt, vor dem Kopfvorteil verloren ist mit allen Spielern. Defensive 80-80, 83-80-80, also sehr ausgeglichen. Ah, deswegen würde ich sagen, ein Shadow drauf. Da machst du einfach einen richtig geilen Mittelfeldspieler, weil es nachher das Tempo auf 66 plus 15 gibst. Das wäre dann 81 und ja, 85 bei Sprintgeschwindigkeit, was schon richtig nice ist. Physis, ja, 80 Sprungkraft ist okay. Ausdauer 76, das ist also ein bisschen ein Wert, wo ich sage, ja, wohl, man sagt ja, wenn er Mittel-Mittel-Arbeitsraten hat, ist das nicht so schlimm mit der Physis. Wenn ich aber jetzt manuell einfach viel mit ihm laufe, dann merkt man es halt doch wieder. Ist vielleicht grenzwertig in der Verlängerung. Hauptspielzeit geht es eigentlich aus. Also man kann ihn nachher auswechseln, wenn man will. Hängt da davon ab, wo man spielen lässt. Wenn man jetzt vielleicht als 10er spielen lässt, mehr als 6er. Stärke 88, mega. Aggressivität 90er, super. Also da gibt es euch gar nichts auszusetzen. Die Karte, ein Traum, wunderschön. Das Bild super schön. Super schwer zum Linken. Wir haben da jetzt mit dem Brand gelinkt, haben wir dann jetzt einfach gekauft. Ich könnte einen Brand auf mehr Chemie geben, indem ich in der Kanji rein tue. Aber das ist mir jetzt irrelevant. Geht nur darum, dass er die 10 Chemie hat. Er wird dann im ZM spielen. Wir werden dann im Spiel wieder umstellen. Knabber ist natürlich nice, das ist auf jeden Fall ein guter Link. Da kannst du ein Icon rein tun. Könnte man deutsche Icon rein tun, kann man irgendein Icon rein tun. Rechtsverteidiger ist ein bisschen das Problem, da gibt es nicht so viele Optionen, wenn du einen Deutschen haben willst. Deswegen 4-5-1, das System, wo ich dann langfristig spielen werde. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das Spiel an und weil ich ein Squad Battle Fan bin, spielen wir es. Warum spiele ich Squad Battles? Ich habe voriges Spiel auch Squad Battles gespielt, habe Weltklasse gespielt gegen ein 87er Team mit Icons und alles, habe 2-1 verloren, das werde ich jetzt auch einblenden nachher das Spiel. Oder aus dem kommen auch Zusammenschnitte. Okay. Das erste Spiel war halt ein Spiel, wo sehr hart waren ist, das war eh klar, dass das schwer wird. Das ist ein Spiel, wo man vielleicht leichter Chance haben. Ich wollte schon auf Weltklasse spielen, weil da. Da war er, der Schweini. Schweinsteiger.
Sie müssen aufpassen jetzt im Gnabry. Coutinho. So, jetzt sind wir mit dem Schwein ist er. Was kann er? Ja, er kann ein paar Stricks halt. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger. Und das ist eigentlich was, was mir eigentlich in Schweinsteiger gefällt, ist. Seine Bässe sind einfach mega fein. Also. Wo ist er da? Positionsmäßig gerade als Zettel. Gut aufgepasst, weg ist der Ball. Da ist ein Schweini. Genau. Schweini. Bastian Schweinsteiger. Und da ist er. Und setzt es, obwohl er eigentlich nicht viel Skills hat, einfach. Du kannst einen Trick machen. Ein wichtiges Tor. Und er hat einen Mörderschuss wirklich. Also das ist unglaublich, was der schießen kann. Ich habe gestern ein Freundschaftsspiel mit ihm gespielt, Online-Freundschaftsspiel. Und der hat einfach zieht es ab mit dem Typen. Einfach. Das ist unglaublicher Schuss. Ganz stark. Beweglichkeit merkst du halt genau das, was er halt dann hat. Die Skills sind jetzt nicht so wie beim Insignia oder so, oder bei den kleinen Skillern, die es halt gibt, beim Saint Maxime oder so. Erstens sind es halt sehr rudimentäre Tricks. Und in der Ausführung halt einfach als großer Spieler dann einfach nicht so. Aber dribblingmäßig, aber man merkt halt, er hält die Ruhe. Er hat das, er hat da die. Er bewegt sich dann halt doch richtig und ist jetzt halt da beim Verteidigen, da wirkt er eigentlich sehr, man kann ihn sehr gut setzen, man kann den echt super gut eigentlich bewegen. Der Mandy oder bewegt sich da, kann man vor, wenn wir den als Vergleich betrachten, bei Weitem nicht so schön. Das ist ja so ein Punkt, warum mir der Pogba eigentlich gefällt, weil er da so lässig ist. So, Schweinsteiger jetzt da, sie setzt das. Und, aber er ist sehr flexibel, also wenn sich die anderen. Was nicht, aber das liegt ja hinter Hammer. So, und jetzt sehen wir halt auch schon ein Problem beim Schweinsteiger. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Sprinten angewiesen, weil wir halt da. Ich ist halt da so verteidigt, also ich tue da viel auf. Das bin ich halt immer oben. Er ist so der Vergleich, den ich jetzt habe. Immer Tüdi im Pogba, zwar noch im Verein, aber halt jetzt nicht im Team. Wenn er als ZDM jetzt da hinten bleiben hat, dann merkst du schon. Also wenn du ihn aktiv einbaust halt beim Spielaufbau, klar, also das ist ja dann ist das eh was anderes. Dann ist klar, dass er mitgeht. Und das war der linke Fuß, jetzt der schwache Fuß, und ihr seht es einfach, der hat einfach unglaubliche Parameter, dass das dreister Wickfoot einfach. Probieren wir mit dem Rashford ein Tor zu schießen mit dem linken Fuß, selbst wenn es noch gerade drauf schießt. Und der hat einfach so gute Stats, mit den, dass das einfach irrelevant ist. Und das war ja das, was man gesagt hat, ja, bei den Dots dann, dass man da viel mehr mit den schlechteren Füßen schießen können hat. Oder zumindest beim vorletzten FIFA war es halt so, beim letzten. Flügel spielen. So, schön, dass wir einen Freistoß haben. Das bedeutet, wir können jetzt in Schweinsteiger ausprobieren beim Freistoß. Und ein bisschen was habe ich jetzt erklärt bei den Freistößen. Erstens einmal so nach. So, kann ich nicht. Ich weiß nicht warum. So, Schweine. Man sollte ein bisschen drüber tun. Nicht so genau. Und dann einfach schießen. Nicht so fest, rauf und runter. Und dann sollte er reingehen. Das funktioniert eigentlich recht gut. War eigentlich sauberer Freistoß. Er hat über 80, also, und hat mega viel Schusskraft und so. Das ist dann halt alles wichtig. Hat Ruhe und keine Ahnung, was man da alles braucht. Aber war sauberer Freistoß, würde ich sagen. Eines der Hauptprobleme, vielleicht sogar wirklich, also eines der. Also ich finde sogar mehr Problem, die Stamina dann. So schießt man einfach, ist jetzt ein super starker Schuss wieder vom Schweini, und ja, das Problem ist halt, er kostet 270k, fast 300k wahrscheinlich, je nachdem wie man die Spieler hat und was man macht. So, Schweinsteiger, das war der Brand, oder? Ja. Nicht jeder blonde Fußballer ist der Schweinsteiger. Bei mir hat er die Nummer 6, jetzt sollte die Nummer 31 haben. Hoppala. Ja. Aber, wie gesagt, schauen wir mal, ob er da defensiv setzt. Das. Einfach schön. Also einfach schön. Und da, dass er den Ball eigentlich anbringt, hat nicht so ausgeschaut, aber ist eigentlich alles solide. So, jetzt ist Matuidi. Okay, das war zum Beispiel Fehlpass jetzt da vom Coutinho, glaube ich, war das. Und
Mendy lässt sich ja sehr gut bewegen, so, zum Beispiel. So, jetzt haben wir beim Schweinsteiger und das jetzt aus. Kannst du ein bisschen was machen? Lukas, Dani da Costa. Schweinsteiger. Jetzt habe ich ein bisschen festeren Pass gespielt. So, zurückziehen. Das ist übrigens auch was, was eigentlich sehr gut geht. Schaut euch das an. Also, kannst du. Setz das und dann in die Richtung dann und dann ja. Also du kannst schon ein bisschen was und das Zurückziehen alles funktioniert super. Lewandowski jetzt. Also wenn du das jetzt mit Lewandowski seinen ganzen vergleichst, der eigentlich auch sehr gute vierster Skills hat, also findet das oft vom Schweinsteiger was schmeiniger und setze. Da macht er einfach alles richtig, was man richtig machen kann. Schweinsteiger, so, das macht er. Doppel Pass, geht das? Also wieder der schlechte Fuß jetzt da. Also empfehlen würde ich natürlich einen guten Fuß zu verwenden, ist einfach so, aber er kann er mit dem linken. Aber klar, als Deutscher hast du aber jetzt da zwei Icons, das musst du da dazu sagen, du hast zwei Icons, während du als Franzose glaube ich kein einziger hast in den Icon Swaps. Nur so als Beispiel, also das hilft halt auch, das macht den Schweinsteiger schon attraktiv. Du kannst einen Ball abmachen. Ich glaube 14 Tokens kostet er und schießen wir mal, jawohl. Und ganz ehrlich, er macht einfach so viel Spaß, also für mich hat es ja absolut bezahlt gemacht. Und ja, das schaut jetzt vielleicht leichter aus als das war, das Spiel. Ich meine, so schwer war es nicht, aber das war deswegen auch das Spiel und das zweite Spiel, das war das, wo wir halt aktiver einfach Tore geschafft haben. Und ja, Weekend League und so habe ich nicht testen können, aber so gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, die Minuspunkte nochmals kurz aufgelistet, ja, als MLS, was halt schwer zum Linken ist, hat vielleicht ein bisschen wenig Antritt, was du mit Shadow aber eigentlich ausgleichst, und Dribbling hat die Beweglichkeit auf jeden Fall Problem, plus die Ausdauer mit 76, die vielleicht oft dann untergeht. Hängt einfach davon ab, wo man dann spielt, Mittelarbeitsraten, wenn es normal spielst und nicht immer vielleicht bewusst einbindest und bewusst mit ihm die Wege machst. Kein Problem in 120 Minuten, in 90 Minuten in 120 schaut es dann vielleicht anders aus. Aber schwacher Fuß war, ja, ein bisschen, natürlich war schöner Vierster, aber ja, Spezialbewegungen auch, aber er lässt sich gut bewegen. Defensiv sowieso kann man vor, offensiv auch. Und wir haben coole Tore gemacht mit ihm, hat sich cool spielen lassen, hat Spaß gemacht. Ja. Also überlegt es euch halt gut, wenn es euch wert ist, ihr müsst es halt echt wirklich bewusst an Team bauen, dass halt sagt, ja, ich spiele jetzt halt jetzt ewig oder sehr lang. Also vergleichbare Spieler würde ich jetzt einmal sagen, ein Pogba, der halt viel mehr Skills hat da, und Matuidi, der halt doch deutlich schlechter eigentlich ist in Summe, aber eigentlich auch sehr gute Karte ist. Der hat halt wesentlich mehr Beweglichkeit, um das Ganze zu vergleichen. Der hat halt 83 Beweglichkeit, dafür dann vielleicht die anderen Werte nicht so gut. Und aber na, mega stark wirklich. Und wenn Shadow, glaube ich, hast echt eine mega nice Karte. Und für einen 88er mit solches Werte ist wahrscheinlich dann 250k schon okay. Also, wie gesagt, an sich ist es okay. Das einzige Problem ist, dass es halt die Linkbarkeit nicht ist und vielleicht die 5-Star Skills nicht sind oder 4-Star Skills oder 4-Star Weakfoot. Wenn da noch irgendwas wäre, dann wäre es vom Geld her eigentlich echt nice. Gerade wenn es noch leichter einbinden könntest, wenn jetzt zum Beispiel deutsche Bundesliga spielen wird, Bayern. Aber ist halt nicht mehr so, dafür gibt es halt so eine geile Karte jetzt da, die eigentlich besser ist als alle anderen Karten, die er jemals gehabt hat, glaube ich. Also, ich habe keine Karte gesehen, ich habe alle Karten durchgeschaut und das war die beste Schweinsteiger-Karte, die ich gefunden habe. Vielleicht abgesehen von einem Dots, aber selbst dort, glaube ich, weiß ich nicht, ob er wirklich oft über ein und so mehr Tempo gehabt hat. Holt es euch so langsam, wenn ihr ihn haben wollt, nutzt die Zeit. Jetzt ist es nur früh im Spiel, klar, kostet viel Geld, aber wir können es lange, lange spielen. Wenn ihr Freude daran habt, ist es eine richtige Entscheidung. Es gibt gute Links, es gibt Matthäus, es gibt einen Klose, es gibt einen Ballack. Wenn du jetzt nur eine Icon spielst, so, dann könntest du einen Reus einbauen, der auch ein richtig guter Link ist. Es gibt wirklich richtig viele Optionen, vielleicht nicht so viel aus der MLS, aber mit Deutschland, mit Icons. Ja, eine gute Karte, eine Legende, die richtig viel Spaß macht, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dieses Review, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare,
was soll ich verändern, was soll ich besser machen. Wie gesagt, mein erstes richtiges Review. Ihr habt es euch gewünscht, dass ich aber machen soll. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.